Ich hatte in Vorarlberg gerade in meiner Jugend immer wieder das Gefühl, dass wir als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Ja, sei es von den Nachbarn, sei es im Fußballverein und vieles mehr. Und ich habe für mich dann irgendwann festgestellt, ich möchte einen Beruf ergreifen, in dem ich so viel Wissen in mir habe, sodass niemand mir und meiner Familie was vormachen kann, sodass niemand mir was und meiner Familie was anhaben kann. Und ich habe dann irgendwann offenbar entdeckt, dass für mich das der Rechtsanwaltsberuf ist und deswegen habe ich diesen Weg dann auch eingeschlagen. Hallo, ich bin der Kjasen. 37 Jahre alt, ich bin Rechtsanwalt und bin in einer Gemeinde namens Schwarzach in Vorarlberg geboren. Also ich bin der jüngste Sohn einer neunköpfigen Familie, das heißt, ich habe sieben Geschwister, wir sind eine Großfamilie und es war hier auch gar nicht so einfach, sich als jüngster Sohn einer Gastarbeiterfamilie sich immer durchzusetzen. Und es gab so wie bei jedem im Leben Höhen und Tiefen. Und wie gesagt, ich bin in einer kleinen Gemeinde in Vorarlberg aufgewachsen, was mich natürlich auch für meine Zukunft auch sehr geprägt hat. Also was mich sehr geprägt hat, ist, wie gesagt, mein Vater hat am Bau gearbeitet, auf der Baustelle. Und ich habe ihn in diesen Jahrzehnten seiner harten Arbeit kein einziges Mal jammern gehört. Ja. Und dieses Nicht-Jammern hat mich wirklich geprägt in meinem Leben. Und ich glaube, dass ich auch sehr vieles dieser Einstellung meines Vaters auch zu verdanken habe, die ich auch für mich mitgenommen habe. Also ich muss sagen, in Österreich haben wir und hatte ich das Privileg, das zu studieren, was ich wollte, nämlich Rechtswissenschaften. Und weil mir das inhaltlich sehr gut gefallen hat, hatte ich im Laufe meiner Studienzeit, muss ich sagen, weniger Probleme. Ich war als Schüler sicherlich kein überdurchschnittlich guter Schüler, war auch kein schlechter Schüler. Ich würde sagen, dass ich ein guter Schüler war, der allerdings nicht immer sehr brav war. Und als Fußballer hat man auch damals auch in einer Gruppe auch immer wieder Dynamiken erlebt, die einen auch dann geprägt haben, auch in der schulischen Laufzeit dann auch. Meine Lehrer, ich glaube, dass meine Lehrer über mich sagen würden, dass ich sozusagen die Träume, die ich mir damals schon gestellt habe, sogar teilweise übertroffen habe. Ich glaube, das würden die mir sagen. Und ich weiß auch nicht, ob jeder einzelne Lehrer das mir zugetraut hat, das, was ich heute bin. Ja, nämlich ein Teil, ein funktionierender Teil der Gesellschaft, der einen wesentlichen Beitrag auch leistet. Ja, sei es gesellschaftlicher Natur, sei es auch politisch gesellschaftlicher Natur, aber auch natürlich im beruflichen Leben. Ich hatte in Vorarlberg gerade in meiner Jugend immer wieder das Gefühl, dass wir als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Ja, sei es von den Nachbarn, sei es im Fußballverein und vieles mehr. Und ich habe für mich dann irgendwann festgestellt, ich möchte einen Beruf ergreifen, in dem ich so viel Wissen in mir habe, sodass niemand mir und meiner Familie was vormachen kann, sodass niemand mir was und meiner Familie was anhaben kann. Und ich habe dann irgendwann offenbar entdeckt, dass für mich das der Rechtsanwaltsberuf ist und deswegen habe ich diesen Weg dann auch eingeschlagen. Also grundsätzlich bin ich im Wirtschaftsrecht tätig. Das heißt, wir haben Mandanten, mittelständische, kleine Unternehmen, aber auch drei, vier Großkonzerne, die wir beratend unterstützen und auch laufend unterstützen. Wir unterstützen aber auch Privatpersonen, sei es im Staatsbürgerschaftsrecht, im Aufenthaltsrecht, wie zum Beispiel auch hunderte Menschen im Zusammenhang mit diesen Staatsbürgerschaftssachen, die neulich auch beim Verfassungsgerichtshof anhängig waren. Wesentlich ist, dass es schlussendlich immer um Menschen geht. Ja, es ging hierbei um die Existenz von Menschen, die in diesem Land einen wesentlichen Beitrag leisten, die hier völlig integriert sind, die hier ihre Steuern zahlen, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, jahrzehntelang hart gearbeitet haben, wie zum Beispiel ein Taxifahrer, der mittlerweile über 65 ist, seinen wohlverdienten Ruhestand hat und der hier sich um seine Existenz und die Existenz seiner Kinder fürchten musste. Ich darf hier auch ein Beispiel nennen von einer Ärztin, die hier studiert hat, ihr Studium auch selbst finanziert hat, wie man auch in den Versicherungsdatenauszügen sehen kann. Sie hat immer gearbeitet, sei es als Kellnerin, sei es in einem Unternehmen, die mittlerweile Mitte 40 ist,
einen tollen Job, auch eine leitende Funktion in einem Krankenhaus hat. Und diese Dame musste fürchten darum, ob sie als Ärztin weiterhin arbeiten darf, ob sie ihr hart erarbeitetes Eigenheim behalten darf oder ob es da Probleme gibt. Ja? Und sie musste sich um ihre und um die Existenz ihrer kleinen Tochter fürchten. Und es gab sehr viele Menschen, wie eben diese Ärzte, die bei mir in der Kanzlei wirklich in Tränen ausgebrochen sind. Und wenn ich das dir jetzt erzähle, bekomme ich wirklich auch Gänsehaut. Ja. Ja, es gab sehr viele Fälle, gerade bei diesen Staatsbürgerschaftssachen. Ja. Ein weiteres Beispiel ist, ein Arzt aus der Steiermark ist zu mir gekommen und der hat gesagt, ich habe eine gut laufende Ordination und habe 8 Mitarbeiter, davon 7 autochthone Österreicherinnen und Österreicher, die bei mir beschäftigt sind. Das heißt, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, können auch diese Menschen nicht mehr bei mir arbeiten und es verliere nicht nur ich meinen Beruf, sondern auch diese 8 Menschen werden dann arbeitslos. Und auch dieser Mann, ja, Ende 30, ist auch in Tränen ausgebrochen. Aber es gäbe zahlreiche Beispiele, die man hier und heute erzählen könnte. Das würde wahrscheinlich 5-6 Stunden dauern, wenn ich dir alles erzähle. Ich denke, ja, weil dieser, neudeutsch sagen wir, Access to Justice, ja, dass wir der Bevölkerung einen leichteren Zugang zum Recht geben. Ja, das ist zum einen, dass wir die Gerichtsgebühren, die bestehen, die aus meiner Sicht nach wie vor sehr hoch sind, stark reduzieren müssen. Im Vergleich mit anderen Ländern sind wir auch hier Vorreiter. Wir müssen auch schauen, dass wir mehr Aufklärungsarbeit betreiben, dass man hier die Menschen auch dazu bewegt, vielleicht die ein oder andere Rechtsschutzversicherung abzuschließen, das auch den Rechtsweg natürlich für die einzelnen Personen einfacher macht. Und ich glaube, dass auch hier die Politik eben auch gefragt ist, auch bei diesem Weg zum Zugang der Bevölkerung zum Recht auch einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit entfernt davon. Es ist äußerst wichtig. Ja, wir haben vorhin gesprochen über die Staatsbürgerschaftsthematik. Ja. Und gerade wenn die Politik oder wenn die Behörden hier agieren, ist es wichtig, dass hier Gerichte, als unabhängige Gerichte, funktionierend und eingreifen und richtungsweisend auch eingreifen. Und hier hat der Verfassungsgerichtshof bei dieser Staatsbürgerschaftssache ganz klar gesagt, dass man hier den Menschen, die hier Jahrzehnte hier leben, einen wesentlichen Beitrag leisten, mit einer derart abstrusen Beweislage, wie es diese Liste eben war, nicht die Existenz wegnehmen kann. Und hier muss ich auch sagen, bin ich ein stolzer Österreicher, weil wir hier zeigen, dass der Rechtsstaat schlussendlich doch funktioniert. Auch wenn es dann schwer wird, auch wenn wir bis zu den höchsten Gerichten gehen müssen, hat schlussendlich in diesem Verfahren der Rechtsstaat gesiegt und darauf bin ich sehr stolz. Ein persönliches Gespräch mit ihm habe ich nicht geführt, aber ich habe natürlich auch mit sämtlichen politischen Akteuren versucht, hier als nicht als Rechtsanwalt, sondern mehr als Bürger dieses Landes eine vernünftige Lösung zu finden. Ja, das war politisch nicht möglich und habe es dann sozusagen als Rechtsanwalt juristisch dann versucht, hier dagegen zu wirken. Und gerade hier sieht man, wenn die Politik nicht bereit ist, eine vernünftige Lösung zu finden, wenn die Politik auf dem falschen Weg ist, dann greift hier die unabhängige Justiz ein und das ist genau das, was hier in Österreich nach wie vor gut funktioniert. Und wir müssen tagtäglich uns das bewahren, dass diese Mechanismen nach wie vor funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe Sebastian Kurz damals kennengelernt, als er Integrationsstaatssekretär geworden ist. Er hat damals das Projekt Zusammen Österreich ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt, wo sozusagen Menschen in Schulen gehen, die sozusagen eine Vorbildfunktion haben, um hier Motivation für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen und Vorurteile abzubauen, dass man zeigt, okay, es gibt auch einen Kasem, der sozusagen einen Studienabschluss hat, der auch dank der Möglichkeiten, die wir in Österreich haben, auch etwas erreichen kann. Und das muss man, glaube ich, in den Vordergrund stellen. Und das macht dieses Projekt, deswegen habe ich das Projekt und unterstütze ich dieses Projekt nach wie vor. Und er hat mich damals als Integrationsstaatssekretär gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und so ist der Kontakt auch entstanden. Also mit Sebastian Kurz habe ich nach wie vor ein gutes Verhältnis, auch wenn unsere Meinungen in vielen Bereichen nicht ident sind und auch wenn wir starke Meinungsverschiedenheiten haben. Ich denke aber auch, dass wir in anderen Bereichen, insbesondere im Wirtschaftsbereich, in vielen Bereichen auch die gleiche Meinung teilen. Und insofern habe ich ein sachliches und auch mit vielen Meinungsverschiedenheiten geprägtes Verhältnis zu ihm. Ja.
Ja, eine konkrete Person hatte ich nicht. Ja. Ich habe seit meinem 7. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt. Ja. Und da war im Fußball lernt man sehr vieles fürs Leben. Ja. Man lernt als Team zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Man lernt mit Autoritäten, Persönlichkeiten umzugehen. Der Trainer ist nicht immer der Netteste. Man lernt in einer Mannschaft, wo man zur Hälfte auf dem Spielfeld steht, aber einen Kader hat von 20 Personen, gibt es auch Menschen, mit denen man sich nicht gut versteht, aber man lernt für ein Ziel gemeinsam zu agieren. Man lernt dann, wenn man auf dem Boden ist, wieder aufzustehen. Und der Sport hat mich, glaube ich, sehr, sehr geprägt in meinem Leben. Und ich kann nur jedem raten und jedem Jugendlichen raten, bei einem Mannschaftssport sich zu engagieren, weil das wirklich, zumindest war das für mich so, sehr, sehr hilfreich war, auch für meinen zukünftigen Weg. Wir müssen, wenn es sein muss, wenn uns eine Hürde gelegt wird, doppelt und dreifach so hoch über diese Hürde springen, dann führt auch kein Weg an jemanden vorbei. Und das ist etwas, was ich den Jugendlichen mit auf den Weg geben möchte, wie mein Vater nie gejammert hat, nicht zu jammern, sondern einfach, wenn es sein muss, dreimal, viermal mehr zu leisten wie alle anderen, dann findet man auch entsprechendes Gehör. Und das ist wichtig.